Ich darf als nächstes Ulla Peters vorstellen. Ulla Peters und mich verbindet schon eine langjährige Freundschaft und berufliche Verbundenheit. Und sie ist stets unterwegs in Sachen Kinderschutz. Und sie ist Soziologin und lehrt an der Universität Luxemburg im Master- und Bachelorstudiengang und hat mir erzählt, dass ihr besonders Freude macht, dass sie beobachten kann, dass immer stärker die Stimmen der Kinder in den Prozess des Kinderschutzes hereinkommen. Und dafür setzt sie sich ein. Dankeschön, Marianne. Danke an Sie alle, dass Sie noch da sind. Und Sie wissen ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nach der Mittagspause ist vor der Kaffeepause. Also bald ist die Pause schon in Sicht. Und ich fühle mich after Eva, I feel very safe, I could say, Eva, after your talk. I feel really, you know, safe with what I'm going to say, so mit dem, was ich jetzt zu erzählen habe, weil es viel auch um das geht, was Eva angesprochen hat und viel um das, worüber es schon die ganzen zwei Tage ging. Und ich habe versucht, es nochmal unter einer anderen Perspektive zu fokussieren, kann man sagen. Also vieles von dem, was ich sage, wissen Sie jetzt schon, haben Sie schon mal gehört, ist schon bei Ihnen ein bisschen oder angekommen oder Sie tun es sogar. Und als Soziologin wollte ich nochmal oder würde ich Ihnen anbieten oder biete ich Ihnen an, nochmal einen Versuch zu machen, zu abstrahieren und zu sagen, was sind eigentlich die Kernelemente dieser verschiedenen Ansätze, über die wir heute und gestern geredet haben und mit denen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter arbeiten. Und ich würde gerne am Ende auch noch etwas dazu sagen, wie wichtig Implementierungsprozesse sind und dass eben eine Fortbildung keine Implementierung ist. And in regard to Eva, I would like to say that we are experts also, you didn't say that, we have a lot of knowledge about what is going on in families, but we are also experts, and this is a very important point in my talk, for processes, to organize processes and to organize well understood and well organized processes. Yeah? And to organize processes where people feel safe and not only people, but also the social workers, which I think is a very difficult task to do. And you need a lot of expert knowledge and of experiences, of reflected experience. So, but I would like to come back. And mein Vortrag heißt Geschichten, die zählen und die auch etwas erzählen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem, über was wir hier reden, ist, dass es Geschichten sind, dass es nicht Akten sind, also, sondern Geschichten in einer Akte und dass es Geschichten sind über das Leben von Menschen, darüber, wie sie leben wollen, darüber, über was sie reden können zu dem Moment, wo wir mit ihnen reden und über das, wie sie es anderen auch erzählen wollen. Also ein wichtiges Thema war ja auch, wer soll es wissen, wer kann es wissen, wer kann es wie wissen, was sagen Kinder in der Schule darüber, wo ihre Eltern sind, was sagen Kinder darüber, wie das ist, wenn man auseinanderlebt. Ja, also wie befähigen wir Kinder dazu, auch eine Geschichte zu haben und eine eigene Geschichte zu haben, die sie selber vertreten können, also wo sie sich auch positionieren können. Und für mich war ganz wichtig, mache ich ganz kurz, meine Geschichte mit diesen Ansätzen fängt im Grunde an auch mit der Marianne Rössler und dem Wolfgang Geiswinkler. Ich war bei einer Tagung, heute Morgen hatte schon jemand gesagt, ich war bei einer Tagung zur Diagnostik, ach, das war, was du, Claudia, die Claudia Aufreiter hat gesagt, da haben die darüber geredet, soziale Diagnostik und so. Und dann waren die, und ich war auch bei so einer Tagung, genau so einer, ich glaube, die war sogar, weiß nicht, wo die war, in München. Und dann saß die Marianne da und hat gesagt, sie interessiert sich dafür, wie die Klienten das erleben, was man mit ihnen macht. Dann habe ich gedacht, ah ja, so kann man sich dafür interessieren. Ja, und sie hat, ja, und sie hat sogar was, um das abzufragen. Also sie gibt jedem hinterher so einen kleinen Zettel, da steht drauf, das hat mir was gebracht, das hat mir nichts gebracht, sie reden zu schnell, sie reden zu lang. Oh. So, und dann habe ich mit ihr geredet und sie hat gesagt,
Ja, es gibt noch andere Leute, die machen das mit Kindern, weil ich war gerade an dem Punkt, dass ich, also die Luxemburg hat noch nicht so lange eine Universität, seit 2003 und 2007, 2008 gibt's ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz, Familiengesetz, und dann hat das Ministerium gesagt, da müsste sich mal jemand drum kümmern, wie wir das jetzt alles machen mit dem Gesetz und was da passiert, da steht auch drin Partizipation und wie wir das hinkriegen, how we can implement participation, so this was... Und ein Teil war, es muss mit den Leuten geredet werden. Weil dieses Bild von Eva über den paternalistischen, nicht die soziale Arbeit, sondern auch den paternalistischen Staat. Also bis 2008 war es in Luxemburg üblich, dass Kinder zum Beispiel in Heimen untergebracht wurden, ohne zeitliche Perspektive. Also bis zum 18. Lebensjahr. Also wenn man 4 war, kann man bis zum 18. Lebensjahr. Es gab keinen fachlichen Diskurs. Und es gab eine große, aber das ist jetzt, das lasse ich weg. Also was wichtig war, ist, dass die Gerichte sehr stark waren und daneben im Grunde die Position der sozialen Arbeit oder der Kinder- und Jugendhilfe sehr schwach. So, weil es sowas nicht gibt wie das hier, dass man darüber redet, was man tut, ja, weil vieles quasi irgendwo stattfindet. Und natürlich die Leute auch ängstigt und die nicht wissen, was da passiert, was wir auch schon oft gehört haben. Noch ganz kurz, ich habe eben daraus gelernt und aus unseren gemeinsamen Reisen, auch zu den Gatherings, ich habe gelernt, dass über die Bedeutsamkeit von Geschichten im Kinderschutz, dazu will ich was sagen, ein bisschen was zu meiner Praxis, die ich etabliert habe. Ich bin ja keine Sozialarbeiterin, ich bin Soziologin und mein Defizit ist quasi, ich habe keine Praxis mit Citizens. Also ich habe keine, also meine Praxis sind die Studierenden und meine Praxis sind die anderen Professionellen. Also ich bin quasi, ich brauche Professionelle, die das tun, mit denen ich dann das tun kann, was sie mit den anderen tun. Also das war eigentlich mein Problem. Ja, und dann habe ich gedacht, wie löse ich das? Also, weil irgendwie wird das ja blöd. Ich gehe immer zu dieser Gathering, die erzählen immer von ihrer Praxis. Und habe ich gedacht, ja, über was soll ich denn jetzt reden? Das ist doch irgendwie nicht gut. Und ich will auch was lernen. So, dann zeige ich Ihnen, was ich da dann mir erfunden habe. Und ich habe natürlich ein paar Leute auch trainiert und so. Aber aus so einer paternalistischen Praxis in eine Praxis zu kommen, wo es darum geht, dass, so wie Eva sagt, Leute uns einladen, mit ihnen zu sprechen, wie es mit ihrem Leben weitergehen könnte. Das ist ein sehr weiter Weg, das kann ich sagen. Und man muss immer, immer üben. Und immer, immer üben, ja, also wirklich immer üben. Also das habe ich auch verstanden quasi in meiner Lernreise. Dann noch was zur Implementierung und dann ein bisschen Literatur. Sie sehen hier lauter Sachen, nicht Sachen, Sie sehen hier... Begriffe, die stehen für meine Auseinandersetzung. Also ich komme aus einer deutschen sozialpädagogischen Tradition, die sehr schnell ist, nicht schnell ist, sind die nicht so, die sehr stark ist. Die sind manchmal ziemlich langsam. Und in Deutschland hat es vor, das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Deutschland ist von 1991. Und in dem steht schon, dass man partizipieren, also dass alle partizipieren an Hilfeplanverfahren und diese Hilfeplanverfahren auch einmal im halben Jahr stattfinden. Das heißt, es gibt da eine 20-jährige Diskussion darüber, wie macht man partizipative Hilfen und dazu gibt es auch Forschung. Zum Beispiel, dass es nicht funktioniert. Also. Und es gibt, also ich habe angefangen mit einer Forschung und es gibt sowas, wo die Marianne auch geforscht hat, zu Mikroanalysen zu Gesprächen zum Beispiel. Was reden die eigentlich da, wenn die da zusammensitzen? Ja? Und dann sieht man, dass das geht jetzt nicht darum, dass die Leute keine gute Arbeit machen. Das hat ja gestern auch jemand gesagt. Wenn man jetzt die Kinder zum Beispiel aus Heimen fragt, erzählen die ganz oft darüber, wie gute Arbeit mit ihnen gemacht worden ist. Ja? Und trotzdem denkt, ja, es ist wirklich so fast ein Widerspruch zwischen dem, was man manchmal so erlebt in diesen Partizipationsprozessen. Und ich glaube, in der Betreuung, also trotzdem ist es für viele Leute noch unheimlich wichtig, dass überhaupt jemand mal sich mit ihnen an den Tisch setzt und über das redet, was bei ihnen passiert. Also so, wir können aber, um was es ja geht, ist, wie machen wir das durchsichtiger, transparenter, besser.
Und dieses Fallverstehen in der Kinder- und Jugendhilfe, das hat zum Beispiel ein Kollege, der ist von der Universität Koblenz-Landau, der hat jetzt 20 Jahre dazu gearbeitet. Es ist sehr expertiselastig im Sinne von Expertise. Ich weiß, ich überlege mir Hypothesen, was in diesem Fall wichtig ist. So, ich versetze mich auch, die haben zum Beispiel so ein Element, da versetzen sie sich auch in die Perspektive des Kindes hinein. Aber es sind immer die Professionellen, die das tun. Ja, sie reden zwar mit dem Kind, aber das, was mit dem Kind geredet wird, kommt wieder auf eine andere Weise in den Prozess. Es ist nicht so präsent, dass es sagt, das Kind kennt den anderen Prozess gar nicht. Und bei diesen Geschichten ist das Kind immer Teil des Prozesses. Das ist der Unterschied. Die produzieren nicht eine Geschichte, damit die quasi die Experten wissen, was los ist, sondern die Geschichte ist quasi das. Heute Morgen haben die Holländerinnen gesagt, das Kind braucht eine Geschichte, die es ist verständlich ist, und nicht vier. Es braucht nicht eine vom Psychologen, eine vom Arzt, eine vom Lehrer oder der Lehrerin, eine von der Mutter, eine vom Vater und dann noch eine vom Sozialarbeiter. Das Wichtige an den Geschichten ist, es ist der Versuch, dieses manchmal sehr fragmentierte Leben, diese verschiedenen Perspektiven auf dieses Leben zusammenzubringen. Für den Moment. Diese Geschichte kann sich ja verändern. Ja? Die kann angereichert werden, da kann was dazukommen. Aber das ist die Geschichte, mit der wir arbeiten. Das ist eigentlich die Idee. Und am überzeugendsten für mich war, und deshalb stelle ich das jetzt auch vor, ist, dass diese Geschichte immer verbunden war mit der Frage, ist das Kind sicher? Und nicht nur in Kinderschutzfällen, sondern ist das Kind sicher, ist die zentrale Frage, hat das Kind gute Bedingungen, unter denen es aufwachsen kann. Und nicht machen die Eltern die gut, sondern im großen Kontext, wer kann alles dazu beitragen, dass dieses Kind gute Bedingungen zum Aufwachsen hat. Darüber geht die Geschichte. Ja, und dann war so ein holländischer Kollege, der sich viel mit Kinderrechten beschäftigt, der Rudi Roos, ein sehr engagierter, hat mir auch noch mal so einen Kick gegeben, der hat gesagt, der hat so einen Artikel geschrieben, das heißt Participatory Reporting, dass man auch in diesen partizipativen Prozessen manchmal alle zusammensitzen, wenn man dann in der Akte liest, denkt man, es war keiner dabei gewesen. So, weil dann plötzlich doch noch mal eine andere Meinung ganz dominant wird oder eine andere Sichtweise. Und dann habe ich gedacht, wie kriegt man das zusammen? Und unter den Bedingungen, unter denen Sozialarbeit stattfindet, muss man das quasi in ein Format bringen, was sehr belastbar ist, auf dem man tatsächlich einen guten Prozess der Hilfeplanung aufbauen kann. Und das unter großer, zeitlicher Not oft, die man hat, oder unter großer Arbeitsbelastung. Ja, da bin ich dann auf das gekommen, auf die Words und Pictures. Sie sehen dieses, das hier, der Pointer. Das hier, das ist zum Beispiel, das ist eins der ersten, da gibt es einen Text von der Susie Essex, die hat mit dem Andrew Tonnell auch zusammengearbeitet. Und die haben sogar so Anleitungen gemacht, wie male ich Sticky Figures, also weil die Leute ja Angst haben zu malen und so. Und auch das, dass es schneller geht, das klar ist. Wenn einer so guckt, wie er böse guckt, wie man das macht, so. Da haben sie was. Und das hier hat die Vifog, die ist Sozialarbeiterin in der englischen Gemeinde, die hat so ein Buch gemacht über Words and Pictures für ihre Sozialarbeiterin mit den Bildern der Kinder. Sie sehen, das sind auch Arbeitsprozesse, aus denen andere Arten von Produkten entstehen, die andere wieder nutzen können, was ich auch sehr sinnvoll finde. Also entstehen nicht nur Formulare, sondern es entsteht halt auch sowas. Was, bin ich komisch oder was? Also, und ich bin ein bisschen angedingst, aber das sage ich nicht. Also, was im Lösungsfokussierten auch ganz wichtig ist, was aber für die Partizipation auch sehr wichtig ist, ist die Bedeutung von Sprache. Wessen Sprache wird gesprochen, also das ist mir auch klar. Und in Words und Pictures, also das Schwierigste bei meinen Sozialarbeiten, sind ja nicht meine, aber bei meinen ist, dass die zum Beispiel Sorgen formulieren, so dass sowohl sie selber verstehen, wie auch die anderen, ja, dass es überhaupt ein Wissen ist, was geteilt werden kann, weil das eine Sprache ist, die alle verstehen. Also ich kriege nach wie vor, oder oft steht da, er hat ADHS, die Mutter ist schwer depressiv, so,
ich meine das jetzt auch nicht abwertend, aber dann sage ich, was macht die schwer depressiv? Liegt die den ganzen Tag im Bett, einen halben Tag im Bett? Liegt die alle 3 Wochen mal 4 Stunden im Bett? Kocht die nicht? Also so, also diese, also hinter die Sprache im Grunde zu gucken, was ja auch ein, was im Grunde auch das Anliegen von Steve DeShazer und Inso Kimberg war, diese Frage, ja. Mich ganz wichtig auch für Implementierung oder fürs Verständnis ist, diese Parallelprozesse. Ich glaube, gestern hat schon jemand darüber gesprochen. Das heißt, das, was ich mit den Eltern tue, die Sozialarbeiterin mit den Eltern, so mache ich mit den Sozialarbeiterinnen. Also ich mache mit denen auch 3 Säulen, Häuser. Wo sind sie sicher? Wo sind sie? Ich mache Skalierungen, sodass quasi im Begleitprozess die nochmal dasselbe machen, wie sie mit den Eltern machen. Das heißt, man erzeugt viel Redundanz bezüglich der Art und Weise des Vorgehens. Ja? Also die können quasi bei jemand, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat, sogenannte Anleiterinnen oder so in den Organisationen, können sie sehen, wie machen die das. Also sie können quasi nicht, sie brauchen nicht was extra, sondern sie lernen in ihrem eigenen Reflexionsprozess, wie kann ich Reflexion mit den Eltern machen. Finde ich auch sehr wichtig. Und dass diese Prozesse der Begleitung ähnlich sind den Prozessen der Arbeit mit den Familien. Ich zeige Ihnen am Ende auch ein Beispiel dazu. Also, und das hat Eva genug gesagt, also es geht um die Befähigung der Generierung von Wissen, also in diesen Prozessen. Ja. Jetzt habe ich das nochmal zusammengefasst, was ich schon gesagt habe. Also was ist diesen Ansätzen gemeinsam? Das ist quasi, dass die Praxis ein Ort der Generierung von Wissen ist. Man braucht eine Sprache. Es gibt wissenschaftliches Wissen. Das ist aber nicht dazu da, zu sagen, was man tun soll, sondern das ist dazu da, den Blick anzuleiten. Also zu sagen, ich hab es hier mit einem Drogenproblem zu tun. Ich weiß, welche Arten von Dynamiken daraus entstehen in Familien. Ich weiß, welche Versorgungsnotwendigkeiten daraus entstehen. Aber ich weiß nicht, dass die das, she said, general, it's general knowledge, but it's a knowledge you use, for example, to produce questions. So your questioning is very much founded in theory and in research, and it's not just questioning here, so, but it is like a questioning, a very informed questioning. Also es ist ein informiertes Fragen, aber es ist ein Fragen und nicht eine informierte Antwort. So, wir können auch informierte Antworten geben, aber ja. Es ist auch eine systematische Befragung, Beobachtung, das, was Luke Isebach gemacht hat. Er sagt, komm bitte nächste Woche mit etwas zurück, was du beobachtet hast, was passiert ist, wann du dich aufgeregt hast. Ja? Sag mir das, dann können wir damit weiterarbeiten. Ja? Und es ist eine Beobachtungsaufgabe, die er den Menschen mitgibt in ihren Alltag. Visualisierung, Transparenz haben wir jetzt schon gesehen. Und was ganz wichtig ist, das habe ich jetzt noch schnell eingefügt, also es geht nicht nur um kognitives Wissen oder um Kognition, so ein Plan hat ja auch immer die Idee, ein Plan und rational und über den Kopf. Also ich glaube, dass diese Instrumente vor allen Dingen ein Erleben ermöglichen, was mit in Wertsetzung der Menschen, die Hilfe anfragen, verbunden ist. Und sie erleben es, das ist eigentlich entscheidend. Man sagt nicht, wir sind hier partizipativ, sondern sie erleben etwas, wo sie das tatsächlich, wo es sich in ihrem, ja, embodied, das wird quasi embodied. It's kind of embodiment, this kind of procedures, if you are really good at them. So. Und mit diesem Erlebten, dieser Wechselwirkungen, dieser Erzeugung von Wissen, kann man dann wieder arbeiten. Es geht um Mitwissen und Mitverantwortung, haben wir auch schon gehört. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass ja auch die Sozialarbeiter oft allein sind, nicht nur die Familien. Und das ist manchmal so eine Komplementarität zwischen der Einsamkeit der Familien und der Sozialarbeiter gibt. Und auch da im Grunde, dass man auch sie brauchen, quasi eine gute Versorgung. Ja, lasse ich weg. Für mich ist noch mal wichtig, diese kontinuierliche Überprüfung und auch diese Pläne kann man immer gut nutzen. Alles, was visualisiert ist, kann man gut nutzen, um noch mal daran beim nächsten Mal zu arbeiten und zu sagen, was haben wir gemacht, hier haben wir das geschrieben, stimmt das noch, muss man es verändern,
Sie sehen diesen sehr ausführlichen Plan, den Sie vorgestellt haben. Ja? Da hat man ein Arbeitsmaterial, was tatsächlich eine sinnhafte Prozesssteuerung ermöglicht. Ja, das haben wir schon. Für mich ist wichtig an diesen ganzen Sachen auch nochmal die Frage der Steuerung, der Präzisierung und der Transparenz. Diese Baselines, also was muss auf jeden Fall geschehen, also dass man wirklich auch sehr dezidierte Aussagen dazu hat, was man sehen will und wie man den Prozess ausrichten will. Jetzt wollte ich die Wiener Kollegin noch zeigen. Also ich habe jetzt, meine Erfindung waren diese, oder nicht Erfindung, machen ja alle, Falllabore, also dass man Praxisgemeinschaften hat, dass man es zusammen lernt. Und wir hatten ein sehr schönes, jetzt gerade im Juli, Sie sehen, das ist zum Beispiel ein Team, das macht gerade eine Words and Picture-Geschichte für ein Kind in ihrem Fall, die sie mit der Mutter dann nachbearbeiten wollen. Sie sehen, auch diese Teams arbeiten irgendwie dann anders. Die arbeiten quasi im Raum, die reden nicht nur, sondern die machen was. Und das ist die Marianne, die guckt gerade zu, und der Wolfgang, der macht gerade ein Appreciative Inquiry. Und das ist der Kollege aus Belgien, der das Training gemacht hat. Und ja, also man muss Lernreisen organisieren, und ein Gathering ist eben auch sowas. Hier ist eine, so machen wir das, ein Fall aus einem Falllabor. Wir fangen immer mit dem Genogramm an. Sie sehen, es ist ein bisschen unordentlich, aber das ist anonymisiert. Aber es ist ein kleiner Junge, der ist 6, der ist sehr früh von seiner Mutter getrennt worden, ist in eine Pflegefamilie gekommen. Da hat es auch nicht geklappt, also in eine Pflegefamilie, die Verwandtschaftspflege war. Dann ist er ins Heim gekommen, war er 3 Jahre ins Heim. Dann hat seine Großmutter ihn rausgenommen aus dem Heim, also als er 4,5 war. Und jetzt ist er in einer sehr schwierigen Situation, weil die Großmutter krank ist. Sie traut es ihm nicht, sie traut sich nicht, es ihm zu sagen. Es sind 12 Dienste in diesem Fall gewesen. 2 Sozialarbeiterinnen kamen und haben das vorgestellt. Das ist so ein sozialer Dienst, der zusammenarbeitet mit der Tagesbetreuung der Kinder. Und die Tagesbetreuung hat diesen Dienst beauftragt und hat gesagt, guckt mal nach dem Kind, der hat halt Läuse. Es gibt noch eine lustige Geschichte zu den Läusen, die sage ich gleich. Der hat Läuse, die Oma schließt ihn immer ins Haus ein. Und die Oma hat zuletzt gesagt, wenn sie stirbt, nimmt sie ihn mit. Weil niemand da ist, der ihn betreut, und sie will nicht, dass er wieder ins Heim kommt, weil er will nicht mehr ins Heim. Also er war schon so, und diese 2 Sozialarbeiterinnen waren völlig, also sie kamen verzweifelt, und dann habe ich sie skalieren lassen, und es gab so einen Streit unter den Diensten, ist er da sicher oder nicht sicher und was ist da los, aber die Oma hat auch niemand mehr ins Haus gelassen, das war eigentlich die Situation. Und die Dienste haben dann angefangen, sich untereinander zu streiten. Also, und die 2 standen da und wussten eigentlich nicht mehr, was sie machen. Die haben das dann gekriegt, weil sie noch die Letzten waren, die noch nicht damit beschäftigt waren. Und, aber auch quasi keine wenig Ressourcen. Dann habe ich dieses skalieren lassen, habe ich gesagt, und keiner wusste, ist das Kind da sicher, ist der Jay bei Liz sicher? 0, er ist nicht sicher, und 10, er ist sicher, waren sie bei 0,5. Ja. Ja. So what? So. Ja, ich meine, das ist hart. Und bei Skalierung kommt es oft so. Ja? Ich lasse manchmal Sachen skalieren, dann so wie bei Ehen. Dann sagen die, hat heute Morgen jemand gesagt, wollen wir noch zusammenleben? Der eine sagt nein, der andere sagt 0 und der andere sagt 10. Dann denkst du, ja, so. Manchmal ist es so. Und was haben wir dann gemacht? Man kann ja diese Falllabore auch nutzen oder die kollegiale Beratung nutzen, um die 2 Sozialarbeiterinnen zu stärken. Jetzt habe ich gesagt, wir müssen die sofort stärken. So, wir machen mit denen quasi, die anderen Professionellen helfen denen, diese Sorgen, die sie haben, so zu formulieren, dass sie gut in das professionelle Netzwerk zurückgehen können und eine stabile Position haben. Also das vertreten können. Ja, die waren selber erschrocken. Also, aber eigentlich hatten sie das alles als Sorge. Dann haben wir das zusammen gemacht. Das finde ich auch schön. Also sie waren nicht mehr allein. Alle haben mitgedacht, alle haben mitformuliert und sie konnten es mitnehmen. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, alle haben für den kleinen Jay, es war nämlich da in diesem Falllabor auch
die Frau aus der Tagesbetreuung, die auch den Jay kannte, dann kannte jemand die Lehrerin, haben alle zusammen eine Geschichte für den Jay gemacht, den diese der Großmutter gegeben haben, damit sie das mit ihm bespricht, was eigentlich da los ist. Sie hatte ihn schon einmal mit ins Krankenhaus genommen und er hat dann im Bett neben mir gelegen und er wusste überhaupt nicht, was los ist. Und er hatte unheimliche Angst, dass sie stirbt. Also das, was heute Morgen auch kam bei den Vätern, die im Gefängnis sind, auch die Angst, dass jemand einfach verschwindet und stirbt. Man ist allein mit 6 Jahren. Sehen Sie, dann haben die da gesessen und es ging total schnell, Viertelstunde, das sehen Sie jetzt auch mal luxemburgisch, hier, der Papa kommt nicht Kraft daheim, dem Oma, der Boma, in Luxemburg heißt Oma Boma, die kann, genau, die Boma, so, ich habe das dann für Sie übertragen und so auch nochmal wertgeschätzt wird hier, dass die Oma sich tatsächlich 3 Jahre um ihn gekümmert hat oder 2, also solange sie halt konnte, aber jetzt eben nicht mehr kann. Die hat auch, so wie in dem Fall beim Shem, die hat Krebs gekriegt und war irgendwie klar, dass sie stirbt. Ja. Jedenfalls, es ist ganz gut ausgegangen, die 2 haben das dann gemacht, haben mit allen diesen Professionellen, mit diesen Instrumenten gearbeitet, auch mit dem, was sie mitgebracht haben. Und die Oma hat eingewilligt, dass der Jay in eine Pflegefamilie geht. Also, und sie hat das begleitet, auch den Prozess. Also, und das war ein relativ kurzer Prozess von 2 Monaten, 3 Monaten. Ja, noch was von Kollegen von einem Gathering aus, ein Dienst in Holland, heißen die Schreiker oder Schrieker? Schrieker-Gruppe. Ja, die haben das 2014 präsentiert oder 2015 bei einem der Gatherings, wo wir waren. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Die arbeiten sehr viel mit Kindern, die Formen von Behinderung haben. Und die haben gesagt, ein gutes Formular ist noch kein Hilfeplan. Und ohne Wege, dass man die Sorgen mit den Kindern und Erwachsenen teilt, gibt es keine Sicherheit. Das, finde ich, ist eine wichtige Botschaft. Ja? Und auch da ist noch mal ein Bild von ihren Versammlungen, wer da alles ist. Und Sie sehen, es braucht Menschen, die die Sorgen teilen, die diese hören und tragen und auch ertragen, ohne sich beschämt, verletzt und schuldig zu fühlen. Manchmal fühlen ja auch die sich schuldig, die es hören. Die denken dann, wieso habe ich das nicht längst gesehen? Oder ich habe es gesehen, ich habe es nicht gesagt oder so. Also es ist ja nicht nur die Scham der Kinder, der Eltern, sondern auch derjenigen, die da irgendwie drumherum sind. Auch um diese Scham geht es. Ja, das lasse ich jetzt weg, weil da steht schon jemand. Steht schon jemand da? Nö, ne? Also es gibt ganz viel Forschung inzwischen. Also es gibt zum Beispiel Forschung zu Science of Safety. Es gibt aber auch Forschung zu Gesprächen in der Hilfeplanung. Es gibt Forschung zu diesen Methoden. Und im Grunde kommt bei allen raus, das ist zum Beispiel so eine Forschung aus Kopenhagen, wo sie eine Evaluation gemacht haben. Die haben in 60, ab, weiß nicht wie viel 60, aber jedenfalls haben die 66 Eltern befragt und viele Fälle angeguckt. Und nachdem sie das eingeführt haben, ich glaube, die haben Science of Safety gemacht, dass sich tatsächlich ihre Arbeitszeit verringert und immer verringert sich die Anzahl der Fremdplatzierungen. Ich meine, damit sollte man es möglichst nicht verkaufen, aber es ist tatsächlich das, was rauskommt, was heute Morgen ja auch der Kollege aus dem Gefängnis gesagt hat, es können mehr Enthaftungen tatsächlich stattfinden. Man muss auch nochmal gucken, wie dauerhaft das ist. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass oft die Kinderschutzarbeit dekontextualisiert ist. Also dass im Grunde es genau anders ist als das, was wir gehört haben. Also man tut so, als wären die Leute alleine auf der Welt und man wäre nur allein für sie zuständig. Ja? This, you know, but people are living in contexts, in communities, or I don't know, they have contexts. And often the work is like, yeah, they are just, they don't have anybody. So, und Eltern sagen immer, dass sie sich entmächtigt fühlen. Und für mich war sehr eindrücklich, diese Frau, die dann nachher ihren Neffen, ich glaube am ersten Tag, dass sie gesagt hat, man weiß ja nicht, was diese Leute von einem wollen. Ja? Man weiß es einfach nicht, wenn die einem das nicht wirklich sagen. Und das war ja nun eine wirklich taffe Frau, also die sich durchaus gut ausdrücken konnte, das auch sehr ernst zu nehmen. So, jetzt ganz am Schluss, das finde ich sehr schön, das habe ich jetzt auch ausprobiert, und das ist etwas über Parallelprozesse. Die Sonja Parker, die auch jetzt seit 15, 20 Jahren diese Methoden entwickelt, die hat was entwickelt, das heißt Family Roadmap. Das heißt, es geht immer darum,
was gibt es für Praxen, die wir verändern wollen, wo wollen wir hin? Und hier bei der Family Roadmap ist es auch noch so, was will eigentlich die, nicht eigentlich, was wollen die Sozialarbeiter? Man sieht diese zwei Perspektiven, ja, die Expertise der Eltern oder der Familie oder des Netzwerkes, die Expertise der Sozialarbeiterinnen. So. Und dann gibt es quasi, hier wird immer abgetragen, welche Praxis haben wir schon, die in die gewünschte Zukunft führt. Ja? Was ist jetzt schon da, was einen Weg anzeigt, den wir beschreiten wollen. Und dann gibt es, wer war dabei hilfreich, wer sind die Leute und, das fehlt jetzt in diesem Bild, aber das zeige ich Ihnen auf dem nächsten, was sind die Blockaden, es gibt noch so ein Ding für Blockaden und wer könnte hilfreich sein und welche Praxis könnte hilfreich sein. Ja, also was brauchen wir noch? Und gestern kam mir doch, als ich darüber geredet habe, habe ich gedacht, wenn das der Weg ziemlich lang ist, wird es schwierig. Ja, bei jedem. Ja, wenn der Ist-Soll-Vergleich, wenn das Ist und das Soll unheimlich weit auseinander ist, es ist ganz schwierig. Das ist quasi auch nochmal zu gucken, wie das aussieht. Und das macht man zusammen mit der Familie. Das kann man aber auch für Organisationen benutzen, habe ich gedacht. Und dann habe ich das sofort mit einer Organisation gemacht und die haben geschrieben, die wollen zur Weiterentwicklung der Eltern- oder Familienarbeit. Was haben wir? Elternarbeit ist verinselt, also das ist eine sehr große Organisation und die haben gesagt, ja, wir wissen manchmal gar nicht, das ist schwierig, unsere Leute quasi auf eine gemeinsame Idee zu, nicht eine Idee, aber eine Praxis zu verpflichten. Wo bist du? Schon bei mir? Achso, fast. Na, ich sag Ihnen, die haben das dann, ich habe das einmal erzählt und die haben das dann gemacht, also so, Sie sehen, das sind die Leute, was können die, und dann haben sie noch Kommentare und so. Ja. Und dann wollte ich abschließend das zeigen, also das ist die Roadmap von Tuzla. Tuzla ist gälisch und Tuzla ist die Child Protection and Welfare Organization of Ireland. Und die haben jetzt beschlossen, in ganz Irland solche Praxen zu etablieren und haben dann das, Sie sehen, wie sollen wir den Prozess steuern und haben dafür quasi einen Plan gemacht. Das ist quasi auch so eine Roadmap. Und also, ich hatte den Eindruck, viele von Ihnen sind auf dem Weg und ich hoffe, dass Sie viel Unterstützung haben auf diesem Weg, viel Freude und dass Ihnen vieles gelingt. In diesem Sinne, vielen Dank. Liebe Ulla, vielen Dank für diese Präsentation, die mich sehr erfrischt hat und mich viel zum Lachen gebracht hat und gleichzeitig mir viele Eindrücke und Einblicke gegeben hat in das, was dich beschäftigt und in das, was gute Praxis ausmachen kann und dass wir alle auf einer Lernreise sind, wo noch kein Ende abzusehen ist und wo schon viel gelungen und passiert ist. Vielen Dank.